Ja, hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärbär-Video, wie man so schön sagt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr speziell nach dem Giftattentat gesucht habt, um das auf Monsieur Le Pelletier durchführen zu können. Das werde ich euch heute zeigen. Und ja, ansonsten auch versuchen, die 100% Synchro hinzubekommen, also sprich beide Dinge miteinander zu vereinen. Eines direkt vorneweg geschickt. Ihr werdet euch innerhalb dieser Mission entscheiden müssen, ob ihr das Giftattentat ausführen wollt oder eine Infiltrationsmöglichkeit nutzen wollt. Von daher, die Entscheidung solltet ihr also vorher treffen, weil ihr könnt nicht beides tun. So, aber auch wenn das mein allererstes YouTube-Video ever schlechthin ist, nicht so viel Blabla, fangen wir einfach an. Und indem wir jetzt erstmal uns in die Menge begeben. So, wie ihr seht, für 100% braucht ihr zwei Grobiane, die ihr vergiften müsst, und zwei Doppelattentate. Gerade die Doppelattentate sind nicht besonders leicht zu bekommen, weil es nicht sehr viele Möglichkeiten innerhalb dieses Gebietes gibt, diese durchzuführen. So, das bedeutet, ich werde mich jetzt erstmal an die Seite des Gebäudes begeben, um aufs Dach zu kommen. Ich werde euch gleich auch zeigen, warum. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, diese Aufgaben für die 100% abzufrühstücken, bevor ihr überhaupt euch um das Giftattentat kümmert. Ich persönlich finde das immer eine sehr angenehme Variante, weil ich mich dann darauf konzentrieren kann, was ich eigentlich tun will. Und von daher so die Wache einmal ausschalten. Von daher werden wir das jetzt einfach so hier versuchen. So, und zwar stehen hier unten unsere beiden Ziele. Ihr solltet allerdings aufpassen, da das auch ein recht langer Sprung wird, dass diese Wache da sich wieder fortbewegt. So. Das wäre dann unser Doppelattentat Nummer 1. Und wir sind auch nicht entdeckt worden. Wir gehen jetzt sofort wieder zurück aufs Dach, weil wir nämlich jetzt auch unsere Berserkerpfeile erledigen werden. Das kann man hier oben auf dem Dach besonders gut, weil hier oben Grobiane stehen, die sonst keine weitere Aufmerksamkeit mehr auf sich ziehen. Da steht nämlich schon der erste. So, warten wir, bis die Wache uns nicht mehr sofort erkennen kann. Das wäre dann nämlich Nummer 1. Und jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite, weil da findet sich eine ähnliche Paarung. Das Schöne daran ist, dass wir hier völlig in Ruhe rumgeistern können. Und auch diese Grobiane nicht irgendwelche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das heißt, er kann hier oben wüten, bis er lustig wird, und uns behelligt das in keinster Weise. So, das wäre Nummer 2. Jetzt gehen wir einfach ans andere Ende vom Dach, um wieder runter in die Menge zu kommen, weil wir da unten nämlich unser zweites Doppelattentat finden.
So, dafür blenden wir uns wieder in die Menge. Und wie ihr schon richtig vermutet, die beiden da vorne werden es sein. Weil wir wollen sowieso in den Innenhof. Also haben sie jetzt leider... Ah, verdammt! Das ist das, was eigentlich nicht passieren sollte. Was ist passiert? Ganz einfach, da stand einer unserer Verbündeten, der meinte unbedingt, sich jetzt mit diesen ganzen Wachen anlegen zu müssen. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass jetzt diese ganze Menge hier völlig in Aufruhr ist und die Wachen nicht auf ihren Positionen stehen. Wäre ich jetzt schnell genug gewesen, hätte ich das mit Sicherheit trotz alledem regeln können, aber dann hätte ich mich erstmal wieder durch ein paar Wachen durchschnetzeln müssen. Und wie ihr ja sicherlich bis zu diesem Punkt in Unity mitbekommen habt, ist das nicht immer die beste Wahl, sich mit großen Mengen an Gegnern anzulegen. Noch dazu für jemanden wie mich, der im Kontern nicht besonders perfekt unterwegs ist. Das wird gerade in großen Gruppen nämlich zu einer echten Herausforderung. So. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns so vorsichtig wie möglich da vorne anschleichen. Und es hat geklappt. So, den schalten wir auch noch schnell aus. Womit wir unsere Aufgaben nämlich bereits erledigt hätten. Und jetzt können wir uns in Ruhe mit unserem Giftattentat beschäftigen. So, ihr solltet versuchen, hier im Innenhof, den wir jetzt gleich erreichen werden, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Weil es ist tatsächlich so, wie ihr ja in Unity jetzt mit Sicherheit schon das eine oder andere Mal festgestellt habt, dass man dadurch zwar nicht den ganzen Hof pullt. Komm, Arno, setz dich. Das wäre ein Träumchen, wenn du das jetzt tun würdest. Nein, er möchte nicht. Müssen wir abwarten, bis die Wache sich da wieder beruhigt. Ja, das sind dann doch nochmal die kleinen Glitches hier in Unity. Ja, also wie gesagt, ihr solltet versuchen, euch nicht unbedingt entdecken zu lassen. Auch wenn es der Fall ist, dass ihr dann nicht das ganze Haus pullt, so wie in früheren ACs. Aber wie ihr seht, sind hier doch relativ viele Wachen unterwegs. Und von daher hättet ihr dann wahrscheinlich doch das Problem, dass die Gruppe relativ groß werden würde, durch die ihr euch dann schnetzeln müsst. Und das ist natürlich nicht so unbedingt das, was wir wollen. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier bis zur nächsten Bank kommen. Ja, hervorragend. Jetzt lassen wir den nämlich an uns vorbei. Und können hier direkt um die Ecke biegen. Hier in die Deckung. Und dann finden wir hier nämlich den Wein, den wir für unser Giftattentat brauchen werden. Genau, Arno. So, ich verrate euch jetzt schon mal, dass da geradeaus, auf wo ihr jetzt gerade zuschauen könnt, da wird sich euer Ziel befinden. Und ich zeige euch jetzt auch noch kurz die Infiltrationsmöglichkeit und warum ihr euch entscheiden müsst für ein Entweder-Oder. Wie ihr seht, bin ich eher jemand, der
mal die eine oder andere Sekunde länger verharrt, mit ein bisschen mehr Geduld, auch wenn Geduld eigentlich nicht so unbedingt mein zweiter Vorname ist. Aber in diesem Game hat es sich dann doch sehr bewährt, dies zu tun. So, hier steht unsere Infiltrationsmöglichkeit. Da ich jetzt leider gerade noch Aufmerksamkeit von jemandem habe. So. Jetzt können wir mit dir sprechen. Monsieur Le Pelletier has complained of stuffiness in his office. Could you open the window? What are you on about? Monsieur hates a drafty room. So, die müssen wir jetzt einmal bestechen. Oui, monsieur. Remy, open the window. Monsieur Le Pelletier finds his office a bit stuffy. But you said... Just do it! All right. Yep. So, dann nutzen wir diese Möglichkeit einmal kurz. So, wie ihr seht, ist der Gang bereits schon gefüllt mit Wachen und ich kann euch aus der Erfahrung meines ersten Versuches heraus bestätigen, dass der Raum hinten, in dem sich unser Ziel befindet, auch ziemlich überfüllt ist mit Wachen. Und von daher habt ihr hier keine Chance. Ihr seht da hinten das Ausrufezeichen. Da ist unser Giftattentat. Und ihr habt keine Chance, hier irgendwie unentdeckt dran vorbeizukommen auf die andere Seite, um dann an das Giftattentat heranzukommen. Das war das, was ich eingangs meinte mit, es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Also entweder ihr benutzt das Giftattentat oder ihr nutzt jetzt diese Infiltrationsmöglichkeit. Beides geht nicht. Zumindest habe ich noch keinen Weg herausgefunden. Wenn ihr ihn irgendwann finden solltet, hinterlasst gerne eure Informationen in den Kommentaren. Ich persönlich habe es bisher jetzt noch nicht geschafft. So, da müssen wir rein. Da ist der Aufgang. Ihr solltet für diese Mission eine Fähigkeit ausrüsten. Und zwar findet ihr die in den Koop-Fähigkeiten. Und zwar das Verkleiden. Das ist eine der Fähigkeiten, die man mit relativ wenig Sync-Punkten hinbekommen kann und erwerben kann. Weil die ist hier jetzt gleich ziemlich praktisch. Ich habe es bisher auch noch nicht wirklich hinbekommen, ohne diese Fähigkeit an das Giftattentat heranzukommen. Ihr werdet jetzt gleich auch sehen, warum das der Fall ist. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch entweder an dieser Wache vorbeizuschleichen oder es auf die Art und Weise zu tun, wie ich das hier jetzt gerade mache. Den einmal... Na gut, so war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich den da nur platzieren, damit die Wachen rauslaufen und ich vorbeihuschen kann. Aber so passt es auch. Benutze jetzt hier extra keine Schusswaffe, weil das dann doch viel zu viel Aufmerksamkeit erregen würde. So, den Vorteil von dieser Aktion, also wie gesagt, ihr könnt versuchen, euch daran vorbeizuhuschen. Hier drin ist dann auch eine Versteckmöglichkeit. Hier vor der Treppe würden normalerweise diese beiden Wachen stehen, die beiden Dicken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit für ein Doppelattentat. Und, aber jetzt habt ihr zumindest dadurch den Raum gecleared und könnt euch gemütlich nach oben begeben. So. Hier solltet ihr jetzt irgendeine Verkleidungsmöglichkeit auswählen. Und ihr müsst zu diesem Tresen und mit diesem Tablett interagieren, um den Wein zu platzieren. So.
Und da hinten sitzt unser Ziel. Jetzt heißt es, sich in Geduld üben. Lasst euch hier jetzt auch nicht von Ungeduld heimsuchen, weil die Wachen, die er um sich platziert hat, sind doch extrem aufmerksam. Wartet einfach ab. Euer Ziel kommt zu euch. Und ihr seht es an der Minimap, hier stehen wirklich einige Wachen rum. So, bevor ihr die Deckung verlasst, solltet ihr in den Schleichmodus gehen. Da kommt euer Ziel und ihr solltet in diesen Gang huschen. So, da ist er, der Gute. Und jetzt könnt ihr ihn einfach unauffällig eliminieren. The king must be seen as a criminal. And a traitor. Only then, when he's executed like a common villain, can we show the world Jacques de Molay's great truth. You may show the world what truths you like, Grandmaster. What I do for the good of France. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Citizen Le Belletier, the vote stands at 360 for execution to 360 for clemency. How do you vote? Execution. The vote is cast and counted, Grandmaster. And? The king will die. I had no doubt. I shall very much look forward to witnessing the end of tyranny. I'll see to it you have the finest view. So, das war Monsieur Le Pelletiers Erinnerung. Und jetzt geht es darum, aus dem Gebiet zu entkommen. Und das werde ich jetzt einfach lösen, indem die Guten eine Rauchbombe bekommen. Und ich mich aus dem Gebiet verpiesel. So. Das wäre das Giftattentat auf Monsieur Le Pelletier gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich habe einige dieser Ansätze nicht selber erfunden, sondern habe natürlich auch das ein oder andere Mal auf YouTube mich umgeschaut, wie andere das machen und vor allen Dingen auch die 100% Synchro lösen. Von daher vielen Dank an die Kollegen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich eure Ideen und Ansätze mit eingebaut habe. Hauptsächlich ging es hier in diesem Video ja jetzt um das Giftattentat. Und von daher sage ich für heute erstmal vielen Dank. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, ob bezüglich weiterer Videos, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, ihr irgendwas wissen wollt, hinterlasst es in den Kommentaren. Ich kann noch nicht sagen, ob es weitere geben wird. Das sieht momentan ganz danach aus. Und ja, wie gesagt, wenn Wünsche existieren, einfach in den Kommentaren hinterlassen. Vielen Dank, euch noch viel Spaß mit Unity und bis bald.